gleich die Motivation wieder hoch. Was gibt dem Priester etwas mehr Zeit? Achso, ich habe wahrscheinlich doppelt drauf geklickt in einem Anfall von Hektik. Schon wieder bin ich hier oben. Ich hau mir echt gleich selber auf die Pfoten. Ich muss, wenn man so viele Sachen zum Gucken hat, ich muss mich echt zusammenreißen, dass ich hier unten erstmal weitermache. Das stehende Heer, das haben wir alles erforscht. Hier können wir noch unsere Sachen weiter erforschen. Der Sommer ist wieder da. Wir konzentrieren uns jetzt einfach mal ganz kurz auf die positiven Meldungen. Sommer ist da, alles ist schön, alles ist toll. Ja gut, so weit würde ich nicht gehen, aber der Sommer ist wieder da. Hier mal direkt schauen, dass wir irgendwo einen Schießstand errichten können. Oh, der braucht schon wieder viel Platz. Ja, ja, das ist richtig. Der braucht sogar sehr viel Platz. Habe ich hier denn nicht irgendwo... Nein, nein. Kein Platz mehr für einen Schießstand. Das wäre aber schon unangenehm hier. Wieso geht das hier nicht? Komisch. Ich suche nach einem Platz. Schön idyllischem Feld mittendrin. Ich habe ja eigentlich noch in der letzten Folge oder in der... aktuellen Mission, ich bleibe mal bei der aktuellen Mission, dann passt das auf jeden Fall, was ich sage. Drüber nachgedacht, ich habe schon wieder geschaut. Ich habe gedacht, hier wären gerade sehr viele und ich sehe oder kann ein episches Event zeigen, aber nein, sind wieder zwei Typen, die auf der Stelle laufen und weggeschossen werden. Ah, gut, hier mal wieder zurück. Was habt ihr gesammelt? Vor allem hier drüben? Ach, ihr habt Lehm gesammelt wahrscheinlich, kann das sein? Ich denke schon. Kommt mal zurück, sammelt einfach mit Holz. Nein, ich wollte sagen, die... Leute wollte ich eigentlich unterstützen mit Kanonen, aber so wie es ausschaut, wenn die Kanonen immer so weit fahren müssen, würde ich wahrscheinlich eher rein auf Scharfschützen gehen, was dann wieder etwas langweiliger wahrscheinlich wirkt oder anmutet, aber bis eine langsame Kanone da hochgefahren ist, gute Kanone vielleicht zum Sturm auf das Haupttor, das könnte sein. Helft dem armen Pilgrim doch mal, der macht die hier im Alleingang, die Schießanlage. Ihr dusseligen Axtkämpfer. Wenigstens die Garnison. Und ja, ich weiß, ich habe schon wieder hochgeguckt. Ich sage da jetzt nichts mehr dazu. Ja, ich kegel mich, glaube ich, die ganze Zeit immer wieder selber voll aus dem Konzept. Was mich ein bisschen wundert eigentlich. Aber ja, weiß auch nicht. Ich hatte irgendwie gerade voll Lust auf Aufnehmen. Und da habe ich mir gedacht, komm, wir testen und probieren das Ganze einfach mal ein bisschen. Bis jetzt läuft es ja eigentlich so wie immer. Ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ich möchte das hier, wie auch sonst, einfach mal unkommentiert lassen. Hier schön die ganzen Ressourcen in die Luft jagen. Nein, in die Höhe, die Produktivität in die Höhe treiben. So rum passt es vielleicht schon eher. Hier können wir noch die ganzen Sachen ausbauen. Ja, das schaut gut aus. Da setzt auch wieder die entspannte Musik ein und hier laufen die Leibeigenen durch die Gegend. Eine neue Technologie wurde erforscht. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Und hier direkt mit der nächsten Rüstung weitermachen. Mittlere Wohnhäuser, Wohnhäuser und Bauernhöfe. Ganz schwierige Wörter natürlich. Hier haben wir, glaube ich, soweit alles gebaut. Genau, geht mal mit Holz wieder sammeln. Macht irgendwas, Hauptsache steht nicht dumm in der Gegend rum. Das ist nach wie vor mein Part. Der Marktplatz 102%. Wird gleich wieder, oder an Motivation wird gleich wieder durch die Kirche ausgeglichen. Der Meisterschütze, dann werden hier gleich massenhaft Soldaten produziert. Oder rekrutiert. Das eine schließt ja nach wie vor das andere nicht aus. Stimmt, nee, der Bauernhof war hier unten. So viele Schwefeleinheiten habe ich gar nicht für die Scharfschützen. Aber egal, das muss dann reichen, dass wir hier einen Angriff wagen können. Dieses Mal habe ich beabsichtigt geguckt, denn nur zur Sicherheit nicht, dass unser Pilgrim das Zeitliche segnet. Ich bin es auch wahrscheinlich einfach nicht gewohnt, dass der Feind, dass der Feind und der Verbündete sich mal ohne mich irgendwo kämpfen. Deswegen möchte ich dann immer so auf solche Sachen gucken, wo wir selber nicht beteiligt sind. Also jetzt natürlich fernab von irgendwelchen Rechtfertigungsversuchen, aber es ist was anderes und das ist schon... Es zieht eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich oder nach sich. Vor allem, ich möchte mich nicht rechtfertigen, aber das ist wieder sehr schön. Ja, sagen wir so, ich möchte mich nicht rechtfertigen, ich möchte es begründen. Wobei das eine ja irgendwie auch das andere ist. Also irgendwo ist ja eine Rechtfertigung durchaus eine Begründung. Aber egal, wie auch immer... Lassen wir das an der Stelle auf jeden Fall, gelobe ich jetzt, nicht mehr so oft nachzugucken, sprich nicht mal alle 2 Minuten, sondern nur noch alle 3 Minuten. Ja, ja, was für eine wunderschöne Änderung, ich weiß, nein, aber ich suche meinen Schießstand, wahlweise die Schießanlage, den schweren Scharfschützen hier gleich mal rekrutieren und danach... Danach dachte ich, hier werden wir angegriffen, aber hier war bloß gerade das Funkeln von der Maus. Also alles in Ordnung. Alles gut, alles gut, alles gut. Ja, Erik, du bist irgendwie gerade nicht so ganz effektiv dabei, ne? Du liegst ja noch im Boden oder auf dem Boden der Tatsachen.
Ich suche irgendwo Yuki trotzdem. Also wir sehen hier immer mal wieder Soldaten, die ausgebildet und rumgeschickt werden, aber irgendwie unser großer, starker Ansturm, der scheint irgendwie gestoppt zu haben und die Soldaten, die Pilgrim versprochen wurden, um das hier nochmal aufzuzeigen, die sind gar nicht da. Wo sind die versprochenen Verstärkungen, Vark? Oder wie auch immer du heißt und trotzdem Vark genannt oder bezeichnet wirst. Ich verstehe das nicht. Wobei das in der ganzen Kampagne schon für ziemlich viel Verwirrungen sorgt. Wenn wir mal schauen, Vark, der schon in der ersten Mission gestorben ist, gab es ihn jetzt sogar schon im Hauptspiel, nicht in der ersten Mission, in der ersten Kampagne, ja, das Zeitliche gesegnet hat, obwohl es ihn schon im Hauptspiel irgendwann das auch schon gab, dann ist er auf einmal wieder da, dann, ja, die ganzen Leute in Mission 2 oder 3 war das, glaube ich, in der Smaragd-Ebene, die einen komplett anderen Namen haben, wie sie, ja, vom Erzähler her genannt werden oder vom Mentor her erwähnt werden. Der Mentor ist ja auch nicht mehr da. Und wahlweise die ganzen Gebäude, die irgendwie anders heißen, gerade das Ding in der letzten Mission, in der vierten, und wie heißt das hier? Das war ja auch irgendwie ein Landgut, ein Landsitz. Der Burg Kaloar. Ist das nicht auch aus dem Hauptspiel von einer ganz, ganz anderen Dame gewesen? Wahlweise die Dame, die dann auch in Ketten gelegt wurde, wahlweise die Burg Kaloar, die in der Smaragd-Ebene bestimmt nicht die Stadt Kaloar ist. Wieso heißt denn hier alles gleich? Also man könnte meinen, die Legenden, die flauen nach hinten ganz schön ab. Also nach hinten, von je weiter man im Spiel unterwegs ist. Bis jetzt habe ich schon so ein paar Sachen gefunden, wo ich sage, ja gut, ist vielleicht ein bisschen, wie könnte man es ausdrücken, diskussionswürdig, wie auch immer. Aber da gibt es ja dann wie gewohnt am Ende von diesem Spiel vielleicht, wie gewohnt am Ende vom Spiel eine Zusammenfassung meinerseits, was ich wann und wo, wovon wie viel halte oder auch nicht. Und hier gleich mal drei Truppen dazu, sehr schön, die sind auch gleich voll ausgerüstet. Genau, hier kommt die letzte Forschung dazu gerade raus oder rein, je nachdem. Und ich muss gerade überlegen, ich wollte bei der Kathedrale einkaufen, absoluter Nonsens, ich möchte doch hier, ja, wo ist Yuki eigentlich? Ist sie gerade damit beschäftigt, sich wieder ein paar Blumen zu pflücken, damit Pilgrim wieder so Schleimscheiße, ich muss es leider so hart formulieren an der Stelle, Kommentare machen kann. Ich hoffe doch nicht, das ist etwas sehr verstörend. Die Jungs hier sollen auch gleich so weit sein, was zahlen wir nochmal für einen? Taler und Schwefel, 50 Schwefel, das sollte noch für 3 Trupps reichen. Ganz nervös bin ich, man merkt schon. 3 Trupps reichen? Nein, es fehlt Schwefel. Schade. Schau, da habe ich wieder falsch kalkuliert. Ach stimmt, 8x50 ist ja 400 und nicht 200. Mal schnell Faktor 2 unterschlagen. Die holen wir hier gleich mal wieder rein. Stimmt, ich brauche noch die Alchemistenstube. Jungs, du kommst mal her und fängst hier an, eine Alchemiestube zu bauen. Die sind die ganze Zeit schon in Gefahr, so schlecht wie sie kämpfen. Dieser Kanonenturm hier oben, der hat schon so viele Leute quasi in den Tod gerissen. Eine Schande. Eine Schmach sondergleichen. Geht das hier noch irgendwo hin? Hier wäre ich doch irgendwo. Gut, das sind die ganzen Bäume im Weg. Kann ich das hier oben vielleicht? Kann ich das da hinten vielleicht? Kann ich das in der Nähe von diesem Turm da bauen? Nee, auch nicht. Ich suche gerade... Na gut, dann machen wir das hier. Ich suche gerade einen Platz. Nein, das ist bestimmt niemandem aufgefallen. Nein, natürlich nicht. Wie viele Leute sind hier? Nach wie vor, ich möchte immer nicht alle von einer Baustelle abziehen, nicht, dass wir dann so einen Baumstumpf oder irgendwas vergessen. Einen nicht abgebauten, der uns dann ewig viel Platz wegnimmt und ich wieder nicht verstehe, wieso ich dann da kein Gebäude hinsetzen kann. Wunderschön, hier haben wir schon mal ein paar Soldaten. Holen wir nochmal 2 dazu, dafür haben wir genug Rohstoffe. Und danach schicken wir, ach, wir schicken euch schon mal hoch. Euch schicken wir schon mal hoch, der Rest soll dann nachrücken. Mich wundert es bloß, wir können hier diese Flanke angreifen und uns wird nichts entgegengesetzt. Hier ist ja schon der innere Festungsring, aber den äußeren, den scheinen wir soweit schon mal kaputt gemacht zu haben. Wobei noch besser, ich glaube, die 2 lasse ich zur Verteidigung erstmal da unten. Kanonen, ich brauche Kanonen, ganz viele Kanonen, ganz, ganz viele. Also, ob ich wirklich viele brauche, weiß ich nicht, aber ich will auf jeden Fall Kanonen haben. Moment, Kanonengießerei, wo ist denn meine Forschungsstation? Ich bin schon wieder sehr lange in der Mission und vergesse trotzdem wieder, wo meine ganzen Sachen stehen. Ausbau von davon und hiervon, genau das brauche ich. Kanonengießerei müsste ich angeblich schon bauen können, oder? Stall, Reiter, Ausbau von Stellen. Ja, eigentlich müsste ich die schon bauen können. Ich kann mir hier die noch nicht leisten. Wir schauen mal. Tatsächlich, Holz und Lehm kostet mich die Kanonengießerei. Die setzen wir einfach mal vorne, direkt hinter das Haupttor. Oh ja, schau, die passt hier sogar hin. Sogar fast idyllisch passt sie dahin, wunderschön. Und die laufen hier hoch, die Jungs, sehr gut. Ja, die steuern. Entspannt euch.
Ich habe den Motivator quasi schon extra für euch ausgebaut. Und hier? Nein, jetzt könnte ich trotzdem zum ersten Mal in dieser kleineren Kampagne, glaube ich, die Wettertechnologie anwenden. Stein und Eisen. Was können wir denn noch ein bisschen tun? Ne, erstmal können wir momentan, glaube ich, bloß warten, bis die Jungs hier oben sind. Pilgrim, wo bist du nochmal gewesen? Ach ja, Pilgrims Unterstützung ist da. Wo kam die auf einmal her? Also wo auch immer sie herkommen, sie sind schon mal eine sehr große Hilfe. Ich klapper bloß ein Pilgrim mal den Rand der Karte ab, nicht, dass wir da irgendwas komplett Wichtiges, wie zum Beispiel ein Rekrutierungsgebäude, übersehen. Irgendwie wundert es mich auch, dass die Gegner hier bloß ab und zu rekrutiert, aber keine Soldaten irgendwie, wie soll ich sagen, an den Mann bringt. Nee, bloß rekrutiert, genau, nein. Jetzt habe ich es wieder total falsch gesagt und eigentlich komplett anders gemeint. Mich wundert es, dass ich bloß Soldaten von diesem Gegner hier sehe und keine Siedler. Keine Leibeigenen, kein Festungsbau, keine Siedler, die hier fleißig am Arbeiten sind. Das hier wird ja immer peinlicher. Wir kommen jetzt mal her und helfen euch da unten, glaube ich. Weil ich möchte da ungern meine Scharfschützen reinschicken. Die müssten ja gleich hier sein, genau. Dann können wir auch ein bisschen mitmischen, ihr zwei hier oben. Ich hatte doch genau zwei volle Trupps. Ihr passt mal hier auf das Haupttor auf. Kann der hier auch angegriffen werden? Oh ja, tatsächlich, da müssen wir auch schauen. Nicht, dass er mal denkt, er könnte auf Drake wechseln als Ziel, was wahrscheinlich auch noch kommt. Oder auf Ari da unten, da müssen wir dann auf jeden Fall sehr viel Unterstützung leisten, wofür ich auch, wir drehen uns im Kreis, wieder die Kanonen brauche. Das heißt, bloß einen Larry dahin zu schicken, einen Leibeigenen, nee, der ist weit weg, Moment. Habe ich denn, genau, hier oben habe ich doch bestimmt noch ein, zwei Leibeigene, du kommst mal her und baust mit. Ja, wieder um Kopf und Kragen geredet. Nee, wenn ich den hier direkt attackieren will oder Ari Unterstützung schicken will, kann und muss, dann brauche ich natürlich auch entsprechend starke Soldaten dafür. Das heißt, das hier muss auch alles... Oh, das könnte ich schon ausbauen zu Kanonentürmen, sehe ich gerade. Ich könnte auch die Stellungen mit meinen Kollegen oder von meinen Kollegen mit eigenen Türmen festigen. Das wäre natürlich auch noch möglich. Und ich wollte irgendwas noch bauen, was ich schon wieder vergessen habe, oder? Ich dachte doch... ich wollte was erforschen. Genau, die Chemie wollte ich erforschen. Da haben die 600 Schwefel gefehlt. Der Kanonengießer nimmt seine Arbeit auf. Hier kann ich ihn noch nicht ausbauen. Fällt hier mal in der Nähe Holz, falls ich euch brauche oder wieder brauche. Ich möchte ungern... Nein, wir warten mal, bis der nächste Trupp an Schwertkämpfern von unserem Verbündeten hier ist. Was ist hier? Ari, du schießt auf... Ari, auf was schießt du denn? Achso, wahrscheinlich hinten auf den Kanonenturm. Die gute Dame ist aber auch bald am Ende ihrer Kräfte. Das ist schon... ja... nicht gerade eine sehr schlaue Kriegsführung, die da von unseren Kollegen an den Tag gelegt wird. Ich kann es nur nochmal betonen. Egal, wir echauffieren uns darüber nicht. Wir gehen jetzt selber da mal mit gutem Beispiel voran. Aber dafür brauche ich auch, wer hätte es gedacht, wieder mehr Schwefel. Und ich glaube auch, durch die Chemieerforschung können wir die restlichen Bergwerke oder die Bergwerke auf die höchste Stufe heben. Na, 1100, was soll's. Immer schön die Münzen rausballern dafür. Der Regen muss aufhören und wir können dann direkt einen Angriff starten. Der Webstuhl, stimmt. Der Webstuhl, ich habe den gerade in Auftrag gegeben, wundere mich, warum ist denn hier schon wieder was fertig? Alles klar. Man möchte gerne sofort attackieren, aber ich muss mich zusammenreißen. Obwohl, Moment, die sind ja gerade mit reingegangen. Jetzt kann ich mithelfen. Hoffentlich so, dass unsere Leute nicht wieder komplett Mist bauen. Moment, die laufen hier mit ein bisschen Verzögerung hinterher. Gut, der lässt sich ablenken. Sollen sie das da mal attackieren? Aber wir schlagen hier erstmal den Turm nieder. Ach, jetzt können dann angreifen oder was, wo ich mich mit daneben stelle? Wobei, die machen eine Mischung aus Tanzen und Zuschlagen. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Machen aber die Grünen hier auch. Die kämpfen mit der Schmiede und nicht mit dem Kanonenturm. Erik ist auch wieder da. Schön. Ich glaube, wir können mehr Druck auf diesen Flügel ausüben. Wenn er denn jetzt hier mal gar niedergeht, genau, da kommen unsere Verbündeten schon. Schade bloß, dass man zu denen keine Werte hat, was Angriff und Verteidigung angeht. Aber das Ding können wir auf jeden Fall schon mal einreißen. Wir sind quasi wirklich das Zünglein an der Waage. Wahlweise stehen hier einfach nur ein paar Leute in der Gegend doof herum. Das können wir aber schon mal mit beschießen. Oder können wir auch nicht, weil es schon weg ist. Müsste nicht Ari irgendwo hier liegen? Ja, da liegt sie doch, aber ich möchte da jetzt nicht reinrennen. Noch nicht. Nein, wir bleiben hier erstmal stehen. Noch nicht. Aber nein, im Moment, wir bleiben hier nicht stehen. Wir können ja schon mal die Feindschmiede nehmen, damit wir unseren Kollegen mal das Ziel wegnehmen. Das ist ja... Bitte, lasst mal dieses Ziel in Ruhe und schlagt auf irgendwas, was gefährlich ist. Wir übernehmen das hier mal an der Stelle als mobiles Abrisskommando. Schau mal, wie schnell und schön das geht. Ja, wunderprächtig. Gerade Gebäude, die sich nicht bewegen können, was ja irgendwo auch in der Natur der Gebäude liegt. Ja, das gebe ich gerne zu. Gerade da kann natürlich nicht viel vom Gegner gemacht werden. Oh, oh.
Das wäre geschafft. Aber was nun? Alle Tore sind verschlossen. Wir müssen sie irgendwie öffnen. Und auf einmal ein bizarrer, nein, ein zarter Stimmwechsel hin zu Yuki und, ach nee, muss ich gleich nochmal. Man sagte mir, dass die Tore von einem Mechanismus bewegt werden, der von 3 Gebäuden kontrolliert wird. Wenn wir diese zerstören, sollten wir durch die Tore öffnen. Nein, sollten sich die Tore öffnen. Ich bin Yuki und kann nicht richtig sprechen. Wahlweise bin das ich. Das nehme ich an der Stelle wieder zurück. Yuki, da habe ich wohl verhauen. Entschuldigung an der Stelle. Ach, nochmal. Ich habe noch eine Idee, wie wir hineinkommen. Schicken wir 3 Karawanen los, in denen sich hier ein Dieb versteckt. Die Wagen werden passieren dürfen. Also bitte, das glaube ich ja jetzt wohl mal überhaupt nicht. Hier ist Krieg und die rechnen nicht damit, dass wir da Leute durchschicken? Das wäre ja viel zu offensichtlich. Drinnen angekommen, können sie die Gebäude sabotieren, die den Tormechanismus kontrollieren. Jetzt sollen wir dann von 3 Seiten direkt angreifen. Unterhalten wir uns mit dem Händler dort. Er kann uns bestimmt helfen. Vielleicht hat er auch wieder eine neue Anti-Aging-Creme für mich, wofür mein Pilgrim dann wieder irgendwelche schwierigen Komplimente machen kann. Oh, das stand ja da gar nicht hin. Verzeihung, das habe ich zwischen den Zeilen gelesen. Wir werden hier wieder beschossen. Gut, wir gehen zurück, wir gehen zurück, wir gehen zurück. Hier können wir nichts mehr tun, die Tore sind alle dicht, aber den Turm können wir noch einreißen. Alle Türme auf der Seite können wir noch zerstören, glaube ich, aber die Scharfschützen hier schicken wir schon mal zurück. Für euch habe ich hier erstmal keine weitere Verwendung. Waren es jetzt eigentlich 2 Aufträge, wo ich meinen aussuchen darf? Oder öffne die Tore und erobere die Festung? Okay, Moment. Ungebetene Gäste, erobere den Stadtteil, in dem sich das offene Tor befindet. Das offene Tor befindet sich im Stadtteil. Ich dachte, es befindet sich am Stadtteil. Wie auch immer. Und klar, die Festung zu erobern ist ja logisch. Das ist ja nach wie vor unser Hauptziel. Ja, ich gehe aber stark davon aus, dass sobald die Tore kaputt sind, die Gegner auch rausstürmen wollen. Das Ding ist kaputt. Sehr schön. Hört mal hier bitte auf uns zu schießen. Muss ich mit Wagner mal sprechen für neue Soldaten? Nein, noch nicht. Also können wir das wahrscheinlich erst tun, wenn wir komplett alle Leute verloren haben. Aber so schlimm ist es hier an der Stelle noch nicht. Ist hier noch ein Turm? Wenn nicht, können wir uns hier wieder zurückziehen. Nein, hier ist kein Turm. Hier können wir uns zurückziehen. Alles klar, gut. Dann kann Pilgrim hier auch mal runtergehen. Das heißt, ich habe jetzt auch keinen Grund mehr, total desorientiert durch die Gegend zu klicken. Drake, hör doch auf damit. Das geht nach hinten los. Genau, lauf. Lauf, Drake, lauf. Ja, auf jeden Fall, der Marktplatz hat noch seine Nutzen, was ich bereits schon vermutet hatte. Und die Gegner sind natürlich hier auch noch zuhauf unterwegs. Hier wird langsam sehr viel Baugrund geschaffen, obwohl wir alles schon irgendwie gebaut haben. Ach ja, Moment. Ja. Ja, Moment. Entspannt euch, alles gut. Alles gut. Ja klar, ein bisschen Missmut ist noch da, aber das wird gleich wieder ausgebessert. Und zum Thema Ausbessern kann ich nur sagen, hier mal die restlichen Minen rundum alle gar ausbauen. Ja, wunderschön, wunderschön. Hier unten die natürlich auch noch. Was habe ich denn sonst noch? Habe ich die Bank schon ausgebaut? Nein, habe ich das schon ausgebaut? Nein, ich glaube, das brauche ich dieses Mal auch gar nicht. Habe ich das schon ausgebaut? Nein. Habe ich hier das schon ausgebaut? Nein, weil ich es noch nicht kann. Okay, gut. Das heißt, das hier kann ich auch noch nicht. Das heißt, der Flaschenzug fehlt noch. Okay, was kann ich denn noch ein bisschen ausbauen? Momentan erstmal, glaube ich, nichts weiter. Die Schatzkammer habe ich schon ausgebaut. Nee, dann muss ich bloß... Ich habe aber keine Schmiede, oder? Ich habe keine Schmiede. Ich dachte eigentlich, ich hätte eine, aber nee... Da muss ich mich wohl leider wieder mal verguckt haben. Mal hier bloß 2 Leibeinge zu mir. Es sind zwar wieder 3, dann bleibst du mal hier und hilfst mit dem. Oder hilfst dem bei der Arbeit. Du kommst mit hierher. Genau, wunderschön. Ach, das sind ja noch mehr von euch. Die wuseln ja überall ganz fleißig herum. Sehr löblich, aber ich brauche mehr Ressourcen. Oh, der passt da hinten rein. Perfekt. Perfekt, perfekt. Ausbau ist fertig und wir müssen hier direkt nochmal alle Leute heilig sprechen, weil ein paar Leute heilig sprechen. Und schon ist die Motivation wieder bei schönen 115%. Bleiben die jetzt hier zur Verteidigung oder wissen die nicht so ganz, was die tun sollen, so wie die hier rumtanzen? Haben wir Drake mittlerweile an den Kanonenturm verloren? Der stand irgendwo hier? Nein, ich glaube, er konnte sich zurückziehen. Leuchten verbündete Helden auf der Karte? Dann müsste er hier irgendwo sein. Nein, da habe ich mich verguckt. Okay, momentan leuchten bloß wir als blauer Punkt auf dieser, ja, kreisrunden Gefechtskarten-Gedings-Gedöns. Ja, war natürlich wieder höchstverständlich 17 Leute, die keinen Schlafplatz haben. Wo sind denn da die meisten? Durch das Durchklicken hier mal so ein bisschen eine Art Ballungszentrum identifizieren, wenn es denn geht.
Ja gut, hier rund um die Alchemisten. Pass mal auf. Ja, ihr müsst euch nichts von mir gefallen lassen. Ich baue hier mal rundum einfach ein paar Häuser aus. Das hier ist schon ausgebaut. Das ist zwar jetzt nicht so gut, aber... Ne, hier fehlt es dann trotzdem noch rundum an Leuten, aber an Plätzen für die Leute, aber das kommt doch gleich alles. Wir müssen hier nur rundum, wie gesagt, mal ein bisschen noch Attraktivitäten schaffen, um mehr Siedler hier reinzulocken, die für uns arbeiten wollen, und danach